So, 3, 2, 1. Hallo und recht herzlich willkommen zur letzten Folge Torwartspielerkehre 2016. Ich bin Jan. Wir sind im Champions League-Finale gegen Bayer Leverkusen, mal wieder gegen einen Bundesligist. Und ja, wir können heute das Triple holen. Das Double haben wir ja schon. Wir haben die BBVA bzw. die La Liga gewonnen und Copa de España bzw. Copa del Rey. Da gibt es immer verschiedenste Namen. Der eine sagt das, der andere sagt dies. So, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns nicht von Namen außer Rolle bringen. Wir wollen natürlich gegen Leverkusen gewinnen. Und bevor wir das tun, gucken wir einmal noch kurz auf die Spielerstatistik und ob wir es denn noch schaffen können, ja, auch hier einfach der beste Torhüter zu werden. Und es sieht ganz danach aus. Es sieht ganz danach aus, als könnten wir das schaffen. Wenn wir das Spiel zu 0 spielen, dann haben wir es auf jeden Fall. Ansonsten teilen wir uns das mit dem Torhüter von FC Liverpool, der auch schon in Copa de España bester Torhüter geworden ist. Der scheint echt nicht schlecht gewesen zu sein. Eine gute Saison gespielt. Nur in der La Liga bzw. BBVA waren wir besser als er. Ja. Also, ich freue mich. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Folge 15 der Torwartspielerkehre, an das DFB-Pokalspiel. Ich hoffe, es wird genauso toll und spannend, weil das war, ich habe mir die Folge heute nochmal angeguckt, weil ich einfach auch, ja, ich habe mir alte Folgen heute insgesamt ein paar angeguckt, weil ich einfach, ja, selber nochmal wissen wollte, wie ich angefangen habe und weil ich mir so überlegt habe, wie fange ich denn in FIFA 17 dann an? Und lassen wir es einfach so laufen. Ich meine, viele haben ja die meisten Schnittbilder sowieso schon gesehen. Da ist der Pokal, den wir am Ende hochheben wollen. Wir hatten am Ende der Spiele immer in letzter Zeit sehr, sehr viel Pech auch. Ich glaube in der letzten Folge, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube in der letzten Folge haben wir nämlich auch nichts dergleichen gesehen. Keine Pokalüberreichung oder so. Kann ich mich natürlich vielleicht tauschen. Obwohl doch haben wir. Aber das war nicht die krassesten Bilder. Naja, aber auf jeden Fall, jetzt geht's gleich los. Wir sehen, wir spielen in Amsterdam. Tatsächlich, alles klar. Startaufstellung haben wir uns nicht angeguckt. Ihr habt sie wahrscheinlich jetzt gerade gesehen. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ah, Cristiano Ronaldo spielt. El Ghazi habe ich auch schon gesehen. Benzema wird auch spielen. Wir spielen. Modric spielt. Den sehe ich so schon auf Anhieb. Das heißt, das kann ein tolles Spiel werden. Erstes Foul, Leverkusen. Dritte Minute. Sie positionieren sich. Bellarabi steht in der Mauer. Ex-Braunschweiger. Cristiano Ronaldo macht sich bereit. Ich würde schätzen, 30 Meter dicken mehr. Das ist die Freistoßentfernung. Mal schauen, was er macht. Er schießt drauf, aber kein Problem. Ich glaube, Leno müsste im Tor sein. Der faustet drüber. Der wäre tatsächlich halt auch ins Tor gegangen, aber natürlich relativ ungefährlich, aber auch eine weite Distanz. Pfosten! Außerdrehung nach dieser Ecke, sechste Minute. Also für Chancen wird auf jeden Fall von unserer Seite schon gesorgt. Mal gucken, ob Leverkusen das gleiche auch von ihrer Seite behaupten kann. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Wir sehen, wir spielen in der ersten Halbzeit, so wie im letzten Spiel, auf unserem Block drauf zu und haben jetzt erstmal noch, vor allen Dingen wir als Torwart, haben den Gegner-Fanblock im Rücken. Ja, schöne Ballübernahme, Cristiano Ronaldo. Leverkusen bis jetzt noch nicht vor unser Tor gekommen, sie haben ein bisschen was versucht. Arg! Benzema, Flanke, Modric gewinnt diesen Kopfball nicht, dementsprechend gibt es Eckball. Für uns. Den tritt natürlich wieder Cristiano Ronaldo. Leno hat den aber. Marcelo. Also, wir bleiben viel im Ballbesitz. Und üben Druck aus.
Leverkusen versucht bis jetzt standzuhalten. Und naja, innerhalb dieser 20 Minuten machen sie das ganz gut. Da sie sehr wenig Ballbesitz haben. Vor allen Dingen irgendwie mal in unserer Hälfte haben sie sehr wenig Ballbesitz. Dementsprechend können sie sich auch bis jetzt keine Chancen erarbeiten. Jetzt auf den Außen. Flanke kommt aufs Tornetz, ey, der hätte. Da hatte ich gerade kurz Angst. Die Flanke war so ungenau von dem, dass sie schon ins Tor gehen könnte, irgendwie. Ich wollte natürlich den Anspielpartner, ja, da sollte normalerweise ja der Ball hingehen, da wollte ich ihn abfangen. Aber die war so ungenau, dass die sogar schon wieder gefährlich wurde. So, wir haben 30 Minuten gesehen bis jetzt vom Spiel. Es steht noch 0:0. Es ist bis jetzt wirklich dieses Pokalfinale, was ich mir gewünscht habe. Mit einigen Chancen, aber noch kein Tor. Also das ist spannend. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, dass wir hochgradig gute Paraden machen. Ohne dass der Gegner ein Tor macht. Das macht die Spannung perfekt, dass wir auch hinten zittern müssen. Vielleicht ja jetzt. Vielleicht macht Leverkusen. Oh. Gute Sache. So sollte es natürlich nicht laufen. Die dürfen ruhig was Gutes machen. Hier haben sie was zu Gutes gemacht. Beste Chance im Spiel. Und auch gleich erste Chance für Leverkusen. Ja, da ist relativ wenig zu machen. Wenn da aus der kurzen Distanz direkt Aufleger. Der Ball ist viel zu schnell, um da reagieren zu können. Tja, damit haben wir jetzt eine 3,8er Bewertung. Mega ungerecht eigentlich. Hat die erste Aktion so für uns. Marcelo. Er schießt direkt, aber war auch im Abseits. Also alles okay. 41. Minute, Führung Leverkusen. Das letzte Champions League Finale, da standen wir auch drin, haben auch gegen den Bundesligisten gespielt, gegen Bayern München. Das haben wir auch verloren. So soll es in diesem Finale nicht kommen. Marcelo, Cristiano Ronaldo. Ah, Fehlpass. Und 45. Minute, es gibt noch einmal Ecke. Cristiano Ronaldo. Eine Ecke war bisher jetzt gefährlich, da haben sie einen Pfosten getroffen. Ansonsten waren wir auch nicht gefährlich, also der ist gerade ausgeglichen. Leverkusen, also wir hatten so zwei, drei Chancen. Leverkusen hatte eine, aber das war halt einfach auch die beste vom Spiel. Und ja, die war drin. Ja, in letzter Zeit muss ich ehrlich sagen, haben wir oft wirklich, ich meine, wir haben gegen sehr viele gute Mannschaften in letzter Zeit natürlich gespielt, durch Halbfinals und Finals. Natürlich, dass wir da gegen sehr, sehr gute Mannschaften rankommen. Und es sind halt oft so Treffer, wo man als Torwart wenig machen kann, wenig bis gar nichts. Die machen natürlich überhaupt keinen Spaß, die zu fangen, da muss man einfach drüber stehen. Und das mache ich jetzt auch. Oh, wir sehen dann diesen riesen Fanblock von Leverkusen. Alter, das ist voll krass. Alles rot. Bei uns das weiß, das hebt sich gar nicht so krass ab, aber Junge, auf was für ein Fanblock wir da zuspielen. Das wird richtig schwer. Die zweiten 45 Minuten und wir müssen ein Tor erzielen. Natürlich gibt es hier auch wieder kein Auswärtstorregel, ist klar. Gibt hier nur ein Spiel. Wir sind ja eigentlich sozusagen beide auswärts. Oh la la. Zweite Chance Leverkusen, diesmal übers Tor. Wieso gewinnen wir dieses Duell nicht? Das gibt es auch gar nicht. So, wir gehen natürlich ins Tor rein. Der ist daneben gegangen. Wir werden hier von unseren eigenen Spielern geblockt, wenn wir zurückrennen ins Tor. Das ist natürlich nicht der Plan eigentlich. Also, dafür, dass wir Copa de España Finale so runtergespielt haben. Ich sag mal runtergespielt mit dem 6:2. Legen sie hier relativ, machen sie hier nicht so viel. Also da Chancen über Chancen, richtig gute
Zusammenspiel, jetzt hier einmal gutes Zusammenspiel und da ist es 56. Minute. Auch die beste Chance für uns, einmal einen richtigen Spielzug gemacht. Und ja, das Tor entstand in El Ghazi auf Nathan, glaube ich, und dann Karim Benzema mit dem Abschluss. Sein siebtes Champions League Tor, 1:1. In der 56. Minute. Damit, ja, haben wir doch dieses Krimi einfach da. Also das hatten wir zwar schon die ganze Zeit so. Sané gegen El Ghazi. El Ghazi da hier auch gerade eigentlich gut mit drin. Aber den Wechsel finde ich okay. Vielleicht bringt der nochmal über die rechte Seite ein bisschen Wind. Beim letzten Mal wurde Sané, glaube ich, eingewechselt. Und die erste Chance direkt hat er eine Torvorlage gemacht auf Karim Benzema. Ich erinnere mich an die Flanke. Leverkusen lässt nicht locker, sind in diesem zweiten Durchgang nochmal deutlich engagierter als noch im ersten Durchlauf. Viel im Strafraum Nähe von uns. Nein, es gibt Elfmeter. Nein, Alter. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Das ist doch so Karma einfachweise. Weil sie im letzten Spiel ja auch schon Elfmeter gegeben hat. Hernandez gegen Kießling. Das ist der Wechsel von Bayer Leverkusen. Und wir haben jetzt in der 66. Minute, in der Zahl des Teufels, in der Minute des Teufels, müssen wir einen Elfmeter halten. Und ich habe ja die Folge 15 schon angesprochen gehabt. Da haben wir 3 Elfmeter gehalten. Das war im Elfmeterschießen. Da hatten wir 5 Elfmeter gegen uns. Wir haben 3 von 5 gehalten. Jetzt haben wir im Spiel einen Elfmeter. Da waren wir immer, hatten wir nicht so eine gute Quote. Und ja, Chicharito. Scheiße. Scheiße, Chicharito erhöht zum 2:1. Tja. In der letzten Folge springe ich nach links, das ist falsch. In dieser Folge springe ich nach rechts, das ist falsch. Und beide Male haben sie abgestoppt. Ich hasse dieses Abstoppen. Dieses einmal verunsichern. Online wird das so wenig gemacht und das macht die Zielgenauigkeit auch so schlecht. Der CPU, den juckt es relativ wenig, macht das abgeschlossen rein. 2:1 für Leverkusen. Sané, frisch eingewechselt. Was kann er bewirken? Oh, so knapp daneben, aber das ist nur der hintere Pfosten, den Benzema hier trifft. Aber hier auch die Flanke von Sané. Kein schlechter Angriff, leider daneben. 71. Minute. Gehen wir vielleicht doch noch vom irgendwie als Held vom Platz, ist sehr unwahrscheinlich. Wir konnten bis jetzt hier noch nicht zeigen, was wir können in diesem Spiel. Weil wir halt eigentlich noch nicht gefordert wurden, außer in Situationen, wo wir halt nichts verhindern können. Totaler Angriff wird eingestellt, das ist die 75. Minute. Und das ist ja nicht die Möglichkeit. Da wird er komplett allein gelassen. Ist es Kempe gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist doch nicht die Möglichkeit. Da wird er so allein gelassen. Ich wollte eigentlich, wollte ich rauskommen, weil ich gedacht habe, dass er auf dem ersten geflankt wird und Marcelo bleibt da stehen. Wäre er nicht da stehen geblieben, wäre das nicht das Problem gewesen. Aber er bleibt vorm Elfmeter sogar, vorm Elfmeterpunkt bleibt er einfach stehen. Und dann ist natürlich für Campbell eine Leichtigkeit, einfach über uns rüber zu spielen. So, jetzt müssen wir es, nur dass wir 2 Tore aufholen müssen, so wie in Folge 15 machen.
dass wir selber ein Tor schießen, um uns hier irgendwie in die Verlängerung zu retten. Und das versuchen wir hier und das klappt auch. 79. Minute. Das ist ja nicht der Wahnsinn. Das steht hier, das Spiel ist fast wie im Skript. Das ist ja nicht, das ist ja einfach nicht der Wahnsinn. Also das ist der Wahnsinn. Also das ist genau das, was ich mir gewünscht habe eigentlich, was in der letzten Zeit gefehlt hat. Diese Aufregung einfach wieder. Wir stehen hier sogar Manuel Neuer-Style beim Anstoß außerhalb des 16ers. Das ist ja, ich pack's nicht mehr. Also ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist halt einfach... Ah, da gibt's wieder einen Wechsel. Dele Alli kommt rein gegen Lucas Toro. Das ist ein ganz unspektakulärer Wechsel. Beide Namen kennt man eigentlich nicht. 10 Minuten noch zu gehen. Wir greifen natürlich weiter vorne an. Also, es hat jetzt einmal geklappt. Es muss nochmal klappen. Da sind wir vielleicht auch mal noch die Helden. Wir haben eine 6,0 Bewertung. Sah natürlich beim 3-1 ungünstig aus, klar, aber Marcelo hat natürlich auch seinen Job gar nicht gemacht. Da einfach nicht hinzugehen. 82. Minute, wir müssen natürlich im Ballbesitz kommen. Ansonsten, ja, was macht denn der Cristiano Ronaldo da? Lässt den Ball einfach neben sich titschen. Ich pack's nicht mehr. 83. Minute, die Zeit rennt gegen uns und für Leverkusen. Können wir uns als Torwart vielleicht nochmal auszeichnen? Oder wird uns das verwehrt in diesem Spiel? Wir natürlich nochmal eine offensive Aktion gerne haben, um die Chance zu besitzen. Die haben wir vielleicht jetzt. Sané ist mit dabei und wir sind jetzt mit dabei. Und das ist mir jetzt so scheißegal, was machen die denn hier? Was machen die denn hier? Und da ist es nicht drin. 88. Minute. Abgefälscht. Und wir starten natürlich ganz hinten. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Wir haben die 89. Bitte, Cristiano. Warte auf uns. Ich will den Ball. Das ist mir scheißegal. Ich dribbel die auf Weltklasse meinetwegen alle aus. Auch als Torwart. Nein, da wird er geblockt. Das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Oh, nein, ich krieg. Ja. Da erobern wir den Ball. Wir müssen alles machen in dem Match, damit dir das Unmögliche möglich wird. 4 Minuten Nachspielzeit. Und die stellen hier komplett zu. Die stellen komplett zu. Ich habe keine Chance durchzudribbeln. Da haben wir nochmal einen guten Zweikampf eigentlich gerade geführt. Nein, ich wollte gerade sagen, nicht über die Mittellinie spielen. Oh, dann wäre es vielleicht nicht abgepfiffen worden. Dann wäre es vielleicht nicht abgepfiffen worden. Wir haben alles versucht. Sorry, Alter. Ich habe versucht, was geht. Es ging in diesem Spiel leider nicht. Am Boden zerstört, ja, Sergio Ramos. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das kann's ja jetzt nicht sein. Da sehen wir halt einen Bundesligist am Ende. Leverkusen, ich habe mich am Ende, als ich es gesehen habe, vor ein paar Tagen, als ich gesehen habe, dass wir gegen Leverkusen spielen müssen, mich ein bisschen lustig gemacht, weil die Ergebnisse natürlich von unserer Mannschaft in letzter Zeit auch damals, als ich das gesehen habe, außerordentlich gut waren. Wir halt auch die vom Platz gefegt haben, das 6:2 halt, das Ergebnisse, die halt im Endergebnis. Das ist zwar cool, macht aber die Spannung eigentlich nicht aus, so wie es dieses Spiel gemacht hat. Ja, am Ende ist es natürlich dann trotzdem doof zu verlieren. Ich denke mal, das war aber trotzdem nochmal eine der repräsentativen Folgen, wie geil das einfach sein kann, wenn man einfach mitfiebert und alles gibt. Ich glaube, dafür steht jetzt eins auch, dass man wirklich alles gibt, alles versucht. Ist natürlich schade, dass wir am Ende gescheitert sind. Wir haben das Double aber geholt, wir haben viel gemacht, wir haben viel geleistet, sind trotzdem auch Torhüter des Turniers, haben halt auch hier in dem Spiel wieder einen Elfmeter-Tor kassiert, also sehr, sehr unglücklich von unserer Seite aus. Das hätte auch nochmal ganz anders aussehen können. Ich denke mal, trotzdem ein sehr schönes Spiel. Und auch sehr ausgeglichen, sehr ausgeglichen.
Tja, wer hätte das gedacht, dass Leverkusen die Champions League gewinnt? So, jetzt ganz am Ende des Projektes möchte ich nochmal Danke sagen. Ich lade die Tage nochmal ein kleines Video hoch. Ich habe mir so überlegt, ich wollte eigentlich ein ganzes Best-of machen. Dann habe ich heute mir halt so ein paar Folgen angeguckt und jetzt ehrlich, da muss ich sagen, da reicht's eigentlich, wenn ich aus Folge 15 und aus dieser Folge ein paar Szenen zusammenschneide, nochmal für ein kleines Video. Die sagen einfach alles. Das ist, glaube ich, die besten Momente einfach. Wenn ich gefragt wurde, was war deine Lieblingsfolge, dann habe ich immer mit Folge 15 geantwortet. Heute kann ich sagen, es ist die Folge 139 und 115, 139 und Folge 15. Beide mega coole Folgen. Bei einer Folge sind wir im Elfmeterschießen Sieger geworden. In diesem Spiel sind wir leider nach 90 Minuten schon im 3-2 ja, die Verlierermannschaft. Aber nichtsdestotrotz mega coole Folgen. Das Projekt war mega cool. Ich freue mich wirklich auf FIFA 17, auf eine neue Torwartspielerkarriere. Ich habe da viel überlegt in letzter Zeit, wie wir starten wollen, wie wir das mit Zuschauern entscheiden. Heute muss ich wirklich sagen, vom jetzigen Stand her würde ich am liebsten wirklich wieder mit Eintracht Braunschweig starten. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich denke mal, das war einfach die coolste Zeit, die emotionalste Zeit und ich glaube, das hat die Folgen immer noch ein Stück cooler gemacht, weil man einfach noch viel mehr mitgefiebert hat. Natürlich hoffe ich, dass man da dann noch besser wechseln kann, ja, was heißt noch besser eigentlich, dass man überhaupt wechseln kann, nicht so wie hier, das war ja katastrophal. Ansonsten kann ich nur sagen, dass wir morgen ist ja der FIFA 17 Demo Release, da werde ich streamen. The Journey wird es dann als Videos geben, das gibt es nicht im Stream. Ich will das ja als Videos machen, ansonsten wird es hier im Livestream oder so irgendwer gespoilert, das wäre scheiße. Ja, ich freue mich dann einfach auf die neue Karriere in FIFA 17. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ja, dann könnt ihr jetzt noch mir folgen. Bin voll nicht fertig. Wir folgen auf meinen Social Media Plattformen, Twitter, Instagram und Facebook und natürlich auch noch auf die Playlist gucken und dann die letzte Folge mache ich hier natürlich auch nochmal rein. Ihr merkt schon, ich bin völlig fertig. Ende mit der Welt. Haut rein. Ciao. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Warte, bevor wir das Ganze beenden. Ja. Nee. Egal. Ciao, haut rein.